Erste Gruß aus dem Meister der Beleuchtung. Dieses Video ist eine Antwort für Mr. Olli Guitar. Na? Wir haben uns ja ein bisschen gestritten, mein Freund. Und da ich mir sicher war, dass du es nicht machen würdest, dachte ich mir, mache ich es mal. Mein ursprünglicher Plan war es, ich setze mich hier hin, nehme ein paar Stunden auf und dann speed ich den Footage vorwärts und suche mir die Combo des so schlimmen Havels raus, die ja dann so unfassbar endlos wäre. Und dann würde ich dir zeigen, dass ich sie locker selbst machen kann. Und dabei stellt sich Folgendes heraus. Du nennst Stichwort Havel. Und da zeigt sich schon, dass du überhaupt nicht in der Materie bist. Mein Freund. Solange wir als Theorie nehmen, dass ich immer blocke, auch wenn die KI manchmal einfach pausiert, hallo, würden das jetzt. Und so bitte mal, danke. So. Er läuft. Nach jedem Schlag laufen, 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 manchmal blocken, manchmal einen anderen Angriff vorbereiten, manchmal auch einfach die Hand wechseln, ja, von einhändig auf zweihändig, aber jedes Mal, wenn du einen seiner Schläge blockst, hast du ein gewisses Angriffsfenster. Ja? Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, aber dieses Angriffsfenster ergibt sich ja vielleicht aus der Tatsache, dass ich mit einem Großschild blocke und, naja, wenn ich das nicht tun würde, würde ich ja so wie jetzt immer zurückprallen auch und dann hätte ich ja vielleicht nicht so viel Zeit. Ja, könnte man verargumentieren, das ändert aber schon jetzt nichts mehr an der Tatsache, dass der Junge dort nicht einfach unendlich zuschlägt, weil er keine Ausdauer verbraucht. Aber für Argument's sake, ich muss da eben ein Stück laufen, damit er wieder läuft. Keine Ahnung, dass ich habe das nur, wenn ich mit dem Großschild bei ihm blocke. Kannst du bitte mal? So. Das war die erste Zweihieb-Kombo, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Aber wir machen mal weiter. Wir rollen jetzt erstmal seine Angriffe. Mal gucken, was er dann so macht. Ja? Immer hier so nach vorne. Stehen wir immer noch in seiner Reichweite. Nein, er rollt. Er rollt noch. Jo, mal hier, na, zur Seite. Nee, immer noch laufen. Mal zurück. Hm, einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Da hat er auch kurz gewartet, falls dem auffälligen, dem aufmerksamen Zuschauer nicht entgangen ist, bevor er angegriffen hat. Also bis jetzt haben wir eine Zweihieb-Kombo gesehen und das ist auch schon eine Seltenheit. Ah, er will den hier benutzen. Na komm, mach mal weiter hier, mein Freund. Na komm. Ja, ja, schön, 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 schön. Und weiter, weiter, weiter. Ah. Aha, ja, und wieder war. Oh, nee, das war ziemlich. Also, er hat zwar verzögert den zweiten Angriff, war aber im zweiten Kommen. Also, da war keine Ausdauerregeneration zwischen. Aha, aha, aha. Ja, ja, ja. Mhm, sehr spannend, sehr spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Immer sehr langes Warten dazwischen. Also, wie viel Ausdauer zieht denn so ein Angriff? Ich könnte sogar noch rollen und jetzt wieder angreifen. Wir wollen ihn jetzt nicht töten, ich will euch, glaube ich, nämlich gleich noch was zeigen, aber machen wir mal etwas Extremeres. Was passiert denn, wenn wir nicht angreifen? Was passiert denn, wenn wir ihn einfach zuschlagen lassen? Na komm! Ein Hieb. Warten. Ein Hieb. Warten. Ein Hieb. Warten. Also Mr. Olli Guitar. Ich weiß nicht, warum du ausgerechnet Havel als Beispiel nehmen musstest, aber dein Beispiel suckt hart. Also, das ist deine Definition von unendlich Konditionen, permanent zuschlagen ohne Pause. Aber es geht natürlich noch weiter als das. Passt auf. Wir sind ja natürlich hier etwas mehr, etwas mehr gründlicher, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt eine Flummi-Rolle, jawohl. Der Grund. Ah, okay. Der Grund, warum das Ausdauer-Coding bei Gegnern so ist, wie es ist, ist der, dass du zwar in der Theorie eine sehr heftige Combo abbekommen kannst, aber das Spiel quasi sicher gehen will, dass du immer irgendeine Art von Angriffsfenster hast. Manchmal ist es eine sehr lange Kombo mit einem großen Angriffsfenster. Manchmal, wie hier, hast du immer wieder zwischendurch, meistens nach der Rolle, Zeit für einen Rollangriff. Na komm, na komm. Zack, und weiter geht's. Zack, und weiter geht's.
Rucksack. Na komm, na komm. Wir könnten ihn jetzt selbstverständlich mit dieser Art von Angriff töten, nicht wahr? Das wäre aber ziemlich langweilig und uns wird auch irgendwann die Lust vergehen. Deshalb behalten wir den jetzt mal, falls wir den noch brauchen, falls Mr. Oligita noch irgendeine Behauptung aufstellen möchte, die wir dann eventuell widerlegen wollen. Viel interessanter wird dann doch zu sehen, ob sich vielleicht seine Theorie bei anderen Gegnern bewahrheitet. Hevel wird uns, glaube ich, nicht so weit folgen, also holen wir mal dich. Komm du mal her. Jetzt haben wir einen normalen Standard 0815 Gegner. Mr. Oligitar meinte, dass es ja vor allen Dingen nicht nur bei NPC-Invadern, sondern auch bei normalen Gegnern so der Fall wäre, dass diese permanent angreifen würden. Du gehst mir gerade ziemlich auf den Sack. Ich habe vergessen, dass Speerträger immer ganz gerne nicht angreifen. Einen von euch beiden würde ich gerne töten. Jawohl, perfekt. So, komm mal her. Dann zeig mal, was du so drauf hast, hm? Aha, ein schwerer Angriff. Okay, er prallt von unserem Schild ab. Das ist natürlich ein Problem. Da müssen wir natürlich... wie machen wir das? Ah ja, am besten einfach so umlaufen. Aha. Ah, schade. Okay, warte, wir umlaufen mal lieber so rum. Da können wir ausweichen. Ein schwerer Angriff. Warten. Schwere Angriffe. Warten, warten, warten. Gut, jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass es schwache Gegner sind. Und die sollen bestimmt auch nicht viel machen. Haben wir den schwarzen Ritter hier unten getötet? Das haben wir. Wir könnten uns jetzt natürlich einen Gegner suchen, der etwas mehr Power hat. Nicht wahr? Ich meine, er selbst hat Havel als Stichwort genommen. Aber wenn wir schon damit anfangen, können wir das ja auch mal ein bisschen weiter treiben. Nicht wahr? Wo wäre denn ein schwarzer Ritter, den wir vielleicht noch nicht getötet haben? Das Ganze gestaltet sich sehr schwierig mit diesem Charakter, bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, wo wir unter Umständen einen auftreiben könnten. Wir könnten mal hier gucken, ob hier auf die Schnelle einer steht. Ich weiß, dass ich mit diesem Charakter in Anno Londo stand. Ah, perfekt! Schlag. So. Na dann komm. Warten, warten, warten. Okay, Timing verkackt. Ich muss auch erstmal wieder reinfinden hier. Aber da war wieder warten. Rolle, da hätte ich einen Schlag geschafft. Jo. Warten, warten, warten. Oh ja, warten. Oh, auf jeden Fall unendlich Kondition, das sieht man ganz klar. Zwei. Ein Warten. Ne? Also, das waren jetzt drei Schläge mit dem, Dings, möchte ich an der Stelle sagen. Eins, zwei, drei. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Kurz gewartet der fünfte, kurz gewartet der sechste. Und stirb. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war schon heftig, aber lasst uns das Ganze doch mal ausprobieren, nicht wahr? Wir haben das Schwert ja zufällig gerade am Start. Da können wir doch mal... Da können wir doch mal... Nicht wahr? So. Also. Natürlich könnten wir jetzt irgendwie verhaspeln, von wegen, ne, wir wollen uns ja hier nichts anhören. Aber mein Argument war ja, dass es per maximaler Ausdauerlast, maximaler Ausdauer... Also, bei maximaler Ausdauer simuliert wird sozusagen. Die, die die Kommentare gelesen haben, wissen, wovon ich rede. Hoppla. So. Also. Eins, zwei, drei, vier. Kurz warten. Schwerer Angriff. War das der? So. Und wie ich bei meinem Kommentar gesagt habe, ist es so, dass es durchaus möglich ist, dass die Simulation halt so ist, dass du Angriffe machst und dann hast du eine Combo, die ist gerade so in der Ausdauer, dann wartet der kurz und die Ausdauer ist quasi instant wieder voll. Das heißt, es kann sein, dass du eine mega fette Combo hast, die du gerade so durchziehen kannst, dann hast du ein Angriffswindow und dann macht er vielleicht die nächste mega fette Combo. Ich habe gesagt, die haben selbst keine Ausdauer. Das ist wahr. Trotzdem ist das Coding so, als hätten sie welche. Denn sonst wäre es Schwachsinn. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das war jetzt das perfekte Beispiel. Wir können nochmal hochgehen, um euch das zu zeigen. Aber was ich machen kann ist... 1, 2, 3, 4. Und wenn ich dann warten wollen würde, müsste ich wahrscheinlich bis hier warten. Um 1, ja, ich glaube, da ist noch was übrig. Und 2 zu machen. Wir müssen gleich mal gucken, wie lange er tatsächlich wartet.
Aber ihr dürft euch das in etwa so vorstellen. Wenn Gegner in Dark Souls Games quasi angreifen, dann läuft das Ganze so. Die greifen an, meinetwegen 4 Schläge oder was auch immer, so viel wie du es auch könntest, abgesehen von speziellen Bossen oder Spezialangriffsmoves, die du selbst gar nicht machen kannst. Ich meine, dieser Überkopfschlag, hoppla, den können wir ja auch so nicht machen. Ja, aber, ne, das ist dann halt quasi der Punkt, also, genau so, und statt, dass die dann halt ihre Ausdauer wieder aufladen müssen, haben die dann quasi 2 simulierte Leisten. Eine für Ausdauer, wenn sie blocken wollen würden, das heißt, wenn sie zugeschlagen haben, sind sie leichter zum Beispiel ihre Verteidigung zu durchbrechen, wenn sie ein Schild gehoben haben. Du kannst dann leichter den Schild wegschlagen. Und die haben eine simulierte Ausdauer für ihren Schild und eine simulierte Ausdauer für ihre Angriffe. Aber sobald sie aufhören und eine Pause machen, füllt sich die simulierte Ausdauerleiste für ihre Angriffe halt instant wieder auf. Das ist dafür, dass du nicht einfach abwarten kannst, oh, er macht jetzt 4 Angriffe, jetzt kann ich ihn einfach niederknüppeln, weil er nicht wirklich was machen kann. Das wäre lame, das würde die Gegner einfacher machen. Stattdessen gibt das Spiel ihnen die Möglichkeit, ihre Angriffskette zu machen und dann zu warten, damit du auch angreifen kannst, und dann können sie wieder ihre Angriffskette machen. Das ist sinnvoll für den Schwierigkeitsgrad des Spiels. Wir können uns das gerne nochmal bestätigen lassen, indem wir einfach wieder hochgehen und uns nochmal ein bisschen von dem hauen lassen. So, Moment, wir nehmen wieder dich hier. Ihr werdet sehen, es wird keine Angriffskette bei ihm geben. Warum bist du schon hier oben? Bro, kannst du... ja, wie mache ich das jetzt? Wie bringe ich dich denn wieder hoch? Hä, hey, habe ich mich nicht hingesetzt? Wieso bist denn du unten? What the fuck? Wieso hast du dich nicht resettet? Ich würde dich gerne irgendwo bekämpfen, wo ich um dich rumcirkeln kann. Geht das? Bitte? Hä? Was soll der Quatsch? Ja, dann komm halt mit runter. So. Ein. Da hat er wieder gewartet. Ein. Ja. Ach, ich treffe ihn dahinter nicht. So. Hoppla. Der Grund, worauf ich hinaus will, warum das so unglaublich wichtig ist, dass er diese Mini-Pause macht und die Angriffe nicht einfach unendlich chained, ist der, dass du halt in Dark Souls, daraus ergibt sich halt das faire Kampfsystem aus Dark Souls. Versteht ihr? 1. Das heißt, entweder wartest du einfach auf eine dicke Angriffslücke, die sich zum Beispiel aus solchen Angriffsserien ergibt. 3. Seht ihr? Und er hat aufgehört. Ne, manchmal ist es dann halt eine Frage, ob er noch weiter chaint, aber es gibt ein Limit. Er kann die nicht unendlich chainen, es geht nicht. Er hätte dann auch noch den Überkopfschlag chainen können, aber das wäre es dann auch gewesen. Weiter, weiter, weiter. Ja? Nach Setten Moves hat er Sette Pausen und nach einigen Moves kann er halt weiter chainen, aber das geht halt nicht unendlich. Ihr seht hier, er kann nicht unendlich chainen. Der einzige Move, hinter dem er einfach so weiter chainen kann, ist der Schildschlag. Danach kann er einen Stich, den macht er aber so gut wie nie. Und diesen Wischer. Na komm. Mach den Wischer. 1, 2, 3, 4. Und gewartet für Schildschlag. Ah, schade, ich dachte, die Rolle schaffe ich. Es ist so ungewohnt, dass man nicht moven kann beim Trinken. Ich habe zu viel Elden Ring gespielt. So. Na komm. Weiter. Wir machen weiter. Ich will nämlich noch auf was hinaus. So langsam das Timing wieder reinkriegen. Versteht ihr? Diese Mini-Warter sind relevant, weil das sind eure Angriffsaufnahmen. Ja. So lange nicht gespielt. Totale Blamage, aber egal. Ja, das reicht, denke ich. So, na komm. Diese Mini-Pausen sind absolut relevant, die sie machen. Denn das sind eure Angriffs-Openings für schnelle Angriffe. Und das hier sind eure Angriffs-Openings für schwere Angriffe. Ja? Ich krieg den auch nicht mehr rein, wa? Oder das. Direkt nach dem Schild-Dash. Einwische. Oh, ich hasse das, dass er hier das Rollen so komisch chained. In Elden Ring habe ich mir das schon wieder abgewöhnt, dass er das macht. Ja, das ist echt schlimm. Greif mal an, damit ich hier ein Heilfenster bekomme. Ja, wir nehmen gleich 2.
Da seht ihr. Warte. Den Stich, den könnte er theoretisch nach dem Schildangriff machen. Das weißt du dann irgendwann, wenn du die häufig genug bekämpfst. Ich will den Wischer. Den Wischer. Mach mal nochmal den Wischer, bitte. Oh, da war ein kleiner Lag. Den Wischer. Wischer. Tu es. Wisch. Ich muss nicht mal rollen für die Angriffs-Openings, versteht ihr? Das ist so gedacht. Nix unendlich Angriff, so ein Quatsch. Na komm, mach den Wischer. Mach den Wischer. Ich will den letzten Angriff vom Wischer rollen, um euch zu zeigen, dass er danach auch nicht nochmal nachsetzt. Naja, das oder ihr müsst es mir glauben. Weil ganz ehrlich... Ja. Selbst den letzten macht er nicht mal immer, versteht ihr? Sowas wie unendliche Ausdauer existiert nicht. Wir nehmen jetzt seit 16 Minuten auf. Freunde, es ist, was es ist. Ja, lasst euch keine Scheiße erzählen. Solche Aussagen wie, ja, Gegner können unendlich angreifen, sind Quatsch und absoluter Bullshit. Ja, und ihr könnt es auch einfach selber testen. Es gibt Gegner, die hauen zum Beispiel konstant auf euren Schild, aber sie prallen auch jedes Mal ab. Und was die Leute gerne vergessen ist, dass es gibt einen kurzen Frame, wo du auch so regenerierst zwischen ich prall ab und ich greife wieder an. Es gibt keine unendliche Ausdauer in diesem Spiel. Ja? Sowas existiert nicht. Auch für Gegner nicht. Egal welche Gegner. Selbst sowas wie Elden Ring Millennia hat nicht unendlich Ausdauer. Das ist nicht so. Sonst hättest du nämlich die Gefahr, dass es tatsächlich mal passiert, dass ein Gegner in den Unbesiegbarkeitsmodus schaltet. Überleg mal, wie viele Gegner gibt es in Dark Souls? Wie viele Spieler gibt es in Dark Souls? Wie viele Gegner pro Tag werden getötet? Irgendwann würde irgendwo in irgendeinem Spiel ein Gegner Folgendes machen. Angriff, 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 Angriff. Und er würde nicht mehr aufhören. Nie wieder. Und der Spieler hätte keine Chance zu gewinnen. Alles klar, natürlich, er könnte dann wahrscheinlich weglaufen oder so, aber ihr versteht, was ich meine. Weißt du, es hätte jetzt die Möglichkeit bestanden, laut Mr. Olli Guitar, dass der Typ nicht ein fettes Angriffsmuster hat mit fest einprogrammierten Pausen, sondern dass er einfach unendlich wischt. Niemals aufhört, aber das ist Quatsch. Das ist nicht so. Und wer mich also wrong proven will, der bitte lade ein Video hoch, ungemoddet selbstverständlich, und beweise mir das Gegenteil. Bis dahin, haut ihr rein, meine Freunde, und man sieht sich, denke ich.